Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute soll es darum gehen, an welchen Ecken und Kanten ihr an eurer Hochzeit sparen könnt. Einige der Tipps, die ich euch geben werde, habe ich aus diesem Buch hier. Das habe ich euch schon mal vorgestellt. Und wen das näher interessiert, dem verlinke ich das entsprechende Video und auch nochmal den Shop in der Infobox. Ja, die Deutschen geben im Schnitt für ihre Hochzeit und die dazugehörigen Flitterwochen rund 13.000 Euro aus. Aber die Traumhochzeit muss nicht unbedingt den finanziellen Ruin bedeuten. Wichtig sind vor allen Dingen eine gute Planung, dass man die Aufgaben verteilt. Und das erspart Stress, Frust und auch jede Menge Geld. Es gibt drei grundlegende Punkte, an die ihr euch halten solltet. Das wäre zum ersten, weniger ist manchmal mehr. Dann solltet ihr Prioritäten setzen. Wenn euch die Location zum Beispiel sehr wichtig ist, dann müsst ihr da mehr Geld einplanen und dann zum Beispiel beim Kleid oder bei der Frisur etwas einsparen. Und der dritte wichtige Punkt ist, Aufgaben verteilen. Vielleicht habt ihr eine Freundin, die sehr begabt ist beim Basteln. Dann lasst doch von ihr die Tischdekoration machen. Oder einer euer Bekannten ist Bäcker. Ja, dann lasst doch den Kuchen von ihm machen. Und solche Sachen. Also hört euch da auch einfach mal um, welche Talente vielleicht eure Angehörigen und Freunde denn so haben und welche Aufgaben ihr denen übergeben könnt. Und jetzt habe ich im Konkreten noch ein paar Spartipps für euch rausgesucht und die werde ich euch jetzt mal näher bringen. Ein Spartipp wäre zum Beispiel, meidet Feiertage, weil das ist nur umso teurer. Dann müsst ihr nicht unbedingt in der Hochzeitshochsaison heiraten, sondern heiratet halt im Frühjahr oder im Herbst. Das sind auch schöne Jahreszeiten. Man muss nicht unbedingt im Sommer bei 30 Grad heiraten. Dann ist es natürlich am günstigsten, wenn ihr unter der Woche heiratet oder an einem Freitag oder an einem Sonntag. Und dann könnt ihr auch eine Polterhochzeit feiern. Das erspart auch wieder Geld. Dann müsst ihr natürlich beachten, umso mehr Gäste ihr einladet, umso teurer wird das Ganze. Die Einladung selbst könnt ihr auch selber gestalten. Das muss man nicht unbedingt bei einer Druckerei bestellen. Oder ihr nutzt E-Mail und Facebook, um eure Freunde und Familie einzuladen. Dann könnt ihr sowas wie Brautkleid oder den Smoking und auch das ganze Zubehör, das könnt ihr euch leihen. Das müsst ihr nicht unbedingt kaufen und das ist sehr viel günstiger. Wenn es um die Deko geht, da solltet ihr Blumen der Saison verwenden, das ist meist günstiger. Große Pflanzen kann man sich auch oft ausleihen. Und wie ich schon am Anfang sagte, lasst doch einfach die Dekoration von Freunden basteln. Die haben sicherlich auch ihren Spaß dran. Und wollen gern ihren Teil zu dieser Hochzeit beitragen. Dann solltet ihr teure Speisen wie Meeresfrüchte, Fisch und Rind vermeiden. Es ist immer zu empfehlen, eher einen Partyservice zu wählen anstatt ein Restaurant. Dann solltet ihr unbedingt die Wahl der alkoholischen Getränke eingrenzen. Das wird auch einiges an Geld einsparen. Und je später ihr natürlich mit den Feierlichkeiten beginnt, desto günstiger wird das Ganze für euch. Wenn ihr beispielsweise schon eure Trauung am Vormittag habt, ja, dann fallen Mittagessen, Kaffee trinken und Abendessen an. Ihr könntet es auch nur auf das Kaffee trinken und das Abendessen reduzieren oder nur auf das Abendessen reduzieren. Bei der Hochzeit ist ja das Essen nicht das Wesentliche, sondern der Akt an sich und die Feierlichkeiten und die zwei Personen, die da im Mittelpunkt stehen. Dann ist ein Buffet natürlich auch günstiger als ein komplettes Menü. Bei der Hochzeitstorte solltet ihr beachten, die Kosten steigen natürlich umso mehr Dekoration ihr auf die Torte haben wollt. Zu empfehlen ist halt sich bei der Deko, ja, da kommt halt der Punkt ins Spiel, weniger ist mehr. Oder aber ihr kauft nur die Torte und kauft euch dann die Dekorationsartikel im Supermarkt oder im Internet und macht es dann selber. Und wenn es dann um die Ausschmückung der Feier geht, dann seht euch doch einfach mal in eurer Umgebung um, hört euch um und engagiert junge Talente, einen Schulchor oder jemand, von dem ihr wisst, der ist sehr talentiert im Singen oder hat eine kleine Zaubershow. Diese Leute sind sehr, sehr viel günstiger. Sie sind froh, wenn sie auftreten können. Denen geht es nicht um den Profit, um Geld zu machen. Und ich finde, auch solchen Leuten kann man zu so einer Gelegenheit eine Chance geben.
Und natürlich könnt ihr mit diversen Hochzeitsspielen auch ein bisschen Geld wieder in die Kasse bekommen. Dazu habe ich in meinen zwei Videos, in denen es um Hochzeitsspiele geht, auch ein paar Spiele, wie man da halt noch ein bisschen Geld reinkriegen kann. Die werde ich euch auch einfach in der Infobox verlinken, da könnt ihr da nochmal nachschauen. Ja, und dann könnt ihr euch natürlich auch Teile der Hochzeitsfeier schenken lassen. Also anstatt sich einen neuen Rasenmäher schenken zu lassen, dann lasst euch doch die Hochzeitskutsche schenken oder die Hochzeitstauben. Und mit diesen kleinen Tipps kann man Unmengen an Geld einsparen und die Feier an sich verliert dabei nicht an Charme oder an Wichtigkeit. Man muss wirklich darauf achten, was einem wichtig ist. Ob man sein Fest jetzt groß und pompös ausleben will oder ob es einem wirklich um die Sache geht, um die Liebe zweier Menschen. Schaut einfach, wenn ihr ein bisschen was sparen wollt, dann habe ich euch hier ein paar Tipps geben können oder schaut nochmal in das Buch, was ich euch am Anfang gezeigt habe. Dieses hier, da stehen natürlich noch sehr, sehr viel mehr drin, als ich gerade erwähnt habe. Und ja, vielleicht probiert ihr den einen oder anderen Tipp mal aus und dann lasst mich das doch sehr gerne unter dem Video wissen. Und ich hoffe, das Video hat euch weitergeholfen und dann sehen wir uns ganz bald bei einem nächsten Video wieder. Bis dahin, tschüss!